Hallo zusammen, heute sind wir hier in Zürich-Altstetten, ganz genau bei La Pizza Buona. Wir haben heute das riesige Glück, dass wir hinter der Theke schauen dürfen. Pizza Buona ist ja bekannt für die grösste Pizza von Zürich. Wow, schaut euch mal das an. Gehen wir das genauer anschauen. Hallo zusammen, mein Name ist Bosi. Ich für La Pizza Buona. Willkommen in unserer Pizzeria. Please, man, pretty please with a cherry on top, King. So, jetzt wären wir hier in der Pizzeria. Danke vielmals, Bosi, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und was wir wollen wissen, ist, wie lange gibt es schon La Pizza Buona? Danke dir, Chris, dass du dir Zeit genommen hast, um bei uns zu sein. Wir sind seit Mai 2014 da. Mittlerweile sind es 6 Jahre rum. Ist das früher nicht immer eine Pizzeria gewesen? Da war früher eine Bäckerei gewesen. Ja. Die dritte Generation von der Bäckerfamilie hat das Geschäft nicht mehr weiterführen. Und unter Vorbehalt, dass wir das Inventar übernehmen, haben wir dürfen den Laden mieten und daraus ein Pizzakuriergeschäft machen. Und wie bist du eigentlich auf das gekommen, eine Pizzeria aufzumachen? Also, und warum eine Pizzeria gerade? Ich habe meines Erachtens mich für den Weg entschieden, wo ich schon Erfahrungen hatte. Also ich habe zum Beispiel während dem Gymi als Pizzakurier gearbeitet. Das war 1997, 1996. Und dort bin ich eigentlich zum ersten Mal in die Gastronomie gekommen, respektive schon 1995. Und wie viele Pizzas hast du ungefähr im Angebot? Wir haben exakt 56 verschiedene Pizzen, unterteilt in 2 Kategorien. Ja. Klassische Pizzen und exklusive Pizzen. Ja. Exklusive Pizzen sind Pizzen, die uns von Leuten vorgeschlagen worden sind. Und teilweise tragen die Pizzen auch Namen von diesen Leuten. Und den Leuten, die das vorgeschlagen haben und du hast es sozusagen aufgenommen in dein Menü? Ja, zum Aufnehmen ist es so. Wir tun das im Facebook publizieren, ja, oder wir tun das als Monatspizza im Internet, ja, über unsere Homepage verkaufen. Dann schauen wir uns die Zahlen an. Ja. Verkauft sich das überhaupt? Ja. Ist das ein guter Geschmack? Kommt der an? Wenn ja, dann kommt die Pizza in die Liste der exklusiven Pizzen. Ist super Arbeit auch für Kunden, oder? Können mitmachen, können die Idee mitteilen. Ja, zum Beispiel, Pizza Di Jeff, der Mann ist über 70. Ah, was? Ja, er ist ein Engländer und das war sein Vorschlag. Das ist eine Pizza mit fast 10 Zutaten. Ja, 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 ja. Oder Pizza Di JR, das ist eine Nachbarin. Sie isst die Pizza heute noch. Ja, ja. Interessant, das hört man auch nicht immer von Ihnen. Nein, wir haben zum Beispiel Pizza Di Matthias. Ja. Matthias ist auch aus Südamerika. Und bei dieser Pizza habe ich festgestellt, diese Kombination wird hauptsächlich von den Südamerikanern bestimmt. Ja. Ja, also das sehe ich, wenn Leute hier holen kommen. Das sehe ich, wenn sie online bestellen. Das sind spanische, südamerikanische Namen, mehrheitlich. Wird alles von Hand gemacht? Oder wie machen ihr das? Der Teig, die Zubereitung, wie geht das für? Also grundsätzlich wird alles von Hand gemacht. Sogar Gemüsezutaten, die kaufen wir frisch ein, schneiden sie zu, tun sie würzen und in den Ofen schieben. Ja. Und auch Fleischzutaten. Das einzige geschnittene Fleisch, das wir kaufen, ist milde Salami. Ja. Sonst Speck, Schinken, Rindsgeschnetzlitz, Bauleggeschnetzlitz, all das tun wir von Hand verarbeiten. Wie stellst du dir die Zukunft vor von der La Pizza Buona? Dass man eines Tages anerkennt, dass wir die Einzigen sind, die die grösste und schwerste Pizza in dieser Stadt machen. Dass das eines Tages alle wissen. Ich meine, die 60er. Wenn sie irgendwo an ein Geburtstagsfest gestellt wird, glaubt mir, irgendeiner von den Teilnehmern, der will dann auch so eine Pizza haben. Ja, ist ja so. Also, man fragt sich mindestens, woher kommt die Pizza? Wer hat sie gemacht? Ja, ja. Und dann kommen die Leute schauen. Dann kommen sie an. Ja, ich muss die Leute manchmal auch aufklären, weil sie denken, sie haben meistens eine falsche Vorstellung. Sie denken 32 cm Pizza, 60 cm Pizza, 60er ist doppelt so groß. Das stimmt aber nicht. Ah.
die 60er-Pizza, mathematisch gesehen, ja, Fläche, ist 3,5 mal so gross wie eine 32er-Pizza. Und von der Masse her, damit der Teig den Belag kann tragen kann, ja, ist die Pizza 6 bis 7 mal so schwer, ja, wie so eine 32er-Pizza. Ja. Darum sagen wir, 60er-Pizza ist für 4 bis 6 Erwachsene. Ja, ja, ja. Ja, aber eben, das ist eben schon wichtig, dass du das sagst, weil wir meinen wirklich das Doppelte, oder? Ja, ich habe 32 gesagt, okay, doppelt, aber eigentlich ist es, wie du sagst, 3,5 mal so gross, ja, flächenmäßig, und vom Gewicht her 6 bis 7 mal so schwer. Das ist so dein Markenzeichen sozusagen von Abuona. Ja. Das ist, von, also, das sind wir sehr bekannt. Also, die uns kennen, die, ja, die lassen uns nicht los. Ja. Aber 60er ist unser Markenzeichen. Ja. Plus vegane Pizzen. Und ich behaupte, niemand in dieser Stadt verkauft so viele vegane Pizzen wie wir, weil wir von Anfang an von Veganern darauf angesprochen worden sind, ja, ob wir auch vegane Pizzen würden machen. Mhm. Und sie haben uns sogar den Wilmersburger Pizza Schmelz vorgeschlagen. Und seit wir vegane Pizza machen, schaffen wir auch mit dem Wilmersburger Pizza Schmelz. Und eine andere Frage, wie sind wir präsent? Wir haben eine Homepage, ja, www.pizzabuona.ch. Wir machen telefonisch bei uns bestellen, wir haben Facebook, ja, wir haben Instagram. Wir legen mehr Wert darauf, mit Überzeugung, ja, und bester Qualität Leute anzusprechen, ja, und sie auch zu behalten. Also eigentlich Mund-zu-Mund-Propaganda ist dein Haupt, genau, genau, Hauptwerbung, genau, gefallen, sozusagen. Genau. Aus welchem Land kommst du, Mosi? Also ich bin in Istanbul geboren, ja, und seit meinem 12. Lebensjahr in der Schweiz. Ich bin in Zollikofen aufgewachsen und ich lebe noch in Zollikofen. Und hobbymäßig, wenn ich etwas gehört, bist du so Fußballer, bist du irgendwas am machen? Ja, ich tue in Zollikofen B-Junioren trainieren, ja, B-Junioren, und das macht mir Freude. Welche Sprache redest du jetzt? Ich habe sicher sehr gut Deutsch, Türkisch, ich verstehe ein bisschen Iranisch, ja, ich habe ziemlich gut Italienisch, ziemlich gut Französisch, ziemlich gut Englisch. Ich habe noch Lust, eine weitere Sprache zu lernen, aber ich habe leider keine Ressourcen. Danke dir vielmals, Bosi, dass wir hinter den Kulissen schauen können. Es ist immer eine Freude bei dir. Merci vielmals. Ich danke. Bitte und gerne. Danke, dass es dich gibt. He? Danke dir vielmals. Merci. So, meine Lieben, das war es für heute. Hoffentlich hat es euch auch gefallen. Heute gehe ich schön mit einer riesen Pizza heim. Ah, übrigens, falls ihr für folgende Code angebt, kommt ihr entweder ein gratis Getränk über oder ein gratis Dessert. Ein gutes Miteinander.